Herzlich willkommen zur ersten Martin Kater News. In dieser Rubrik möchte ich euch kreative Projekte von mir vorstellen. Dieses Video ist im Moment noch sehr einfach gehalten, wird aber in Zukunft stark überarbeitet. Den Anfang macht das Kurzhörspiel Resident Evil Exordium, das ich geschrieben und mitinszeniert habe. Als Teil des Biohazard Studio Teams haben wir uns zusammengetan, Hörspiele und Hörbücher zum beliebten Computerspiel zu machen. Das Ganze ist ein Fanprojekt und steht auf der Homepage www.biohazard-studio.de, kostenlos zum Download. Die Story von Resident Evil Exordium handelt von Jill Valentines Zeit vor Stars und dem Herrenhaus-Zwischenfall. Jill ist in einer Zwickmühle. Sie muss sich gegen ihre Karriere bei der US Army und für ihren auf Abwägen geratenen Vater entscheiden. Während sie in ein Büro einbricht, passiert ein Unglück und Jill steht dem Grauen gegenüber. Die Hauptfiguren des Hörspiels werden von Anja Wippig und Yoshi Hayek gesprochen. Lehnt euch nun zurück und genießt die ersten 3 Minuten des Hörspiels. Viel Spaß damit! Es war eine sehr dunkle Nacht. Schwarze Wolken bedeckten den ansonsten so schönen Sternenhimmel. Ein Zeichen dafür, dass es für mich düster aussah? Warum hatte ich mich nur von Dad überreden lassen? Weil man ihn sonst töten würde. Und das konnte ich nicht zulassen. Doch was war mein Preis dafür? Polizei und Militär fahndeten bestimmt schon nach mir. Kein Wunder, ich war vor wenigen Stunden desertiert, hatte alles aufgegeben. Dabei lief meine Ausbildung in der US Army so gut. Ich gehörte sogar zu den besten Rekruten. Und nun das. Warum war ich nur mit einem Dad gestraft, der zu gerne mit seinem Glück spielte? Logisch, dass er oft verlor und schon so einige Prügel einstecken musste. Die Folge daraus war, dass er sein Leben mit Einbrüchen finanzierte. Oft lebten wir nur von der Hand im Mund, weil er, kaum dass er Beute gemacht hatte, sie wieder verzockte. Da er sich keinen Babysitter leisten konnte, nahm er mich auf seine Raubzüge mit. Ich war gerade 8, als ich Schlösser besser knacken konnte als er. Schon früh versprach ich mir selbst, dass ich nicht so enden wollte wie er. Und bemühte mich, trotz unserer vielen Umzüge, die Schule mit Auszeichnung abzuschließen. Kaum war ich alt genug, hatte ich mich entschlossen, zum Militär zu gehen. Ich dachte, ich hätte meine Zukunft im Griff, bis gestern der Anruf von Dad kam. Er wäre in Schwierigkeiten, und das war milde ausgedrückt. Dad hatte einen heiklen Job angenommen, der ihm sehr viel Geld anbringen würde. Doch leider hatte er seinen Vorschuss bereits verspielt und sich zusätzlich noch mit einem Geldeintreiber eingelegt, dem kurzerhand das Bein brach. Nun erwartete dummerweise der Auftraggeber schon in wenigen Stunden das Ergebnis. Warum hatte Dad sich auch mit einem solch zwielichtigen Typen angelegt, der keine Skrupel kannte? Kurz, Dad fiel kein anderer ein, der ihm helfen würde als ich. Da ich ihn trotz allem irgendwie lieb hatte, übernahm ich seinen Job. Er klang einfach, Daten-CDs aus einem Büro entwenden. Als Putzfrau getan und mit falschen Ausweisen ausgerüstet, schlich ich mich in ein modernes Geschäftshaus in Raccoon City. Ich kniete vor dem entsprechenden Büro mit der Nummer 516 und nestelte mit dem Dietrich im Schloss herum. Das war die erste Martin Kater News. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.